Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Christian und wir machen weiter mit One Piece Grand Battle Charakter Season 8. Ich habe ein bisschen Pause gehabt jetzt über Weihnachten, aber wir sind wieder drin. Kein Problem. Ruffy, 5 Sterne und wir wollten die letzten 5, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt gegen Buggy natürlich auch 5 Sterne. Zufall. Und lass mich raten. Ich kann mich noch genau an die Map erinnern, die wir sehr oft hatten. Und die wir wahrscheinlich jetzt auch wieder bekommen werden. Nein, doch nicht. Aber die Map finde ich gut. Die können wir gerne so bringen. Und dann schauen wir uns das Ganze an. Beim letzten Mal konnten wir ein Special zum Schluss noch für uns verzeichnen, sag ich mal. Da war das Problem allerdings, dass er ihn nicht ausspielen konnte. Nicht richtig, aber wir haben Schaden gemacht. Und ihn damit, glaube ich, sogar gefinisht, ne? Oh nein. Ja gut, er hat wenigstens auch teufelsfruchtmäßig was gefressen. So, wie war denn das jetzt hier so? Ah, okay. Ja, es ist halt das Doofe bei Ruffy, dass seine Specials nicht wirklich sitzen. Also, sagen wir anders. Die sitzen nicht, wenn ich sie mache. So, warte. Schönes Ding. Zack. Ja, jetzt über Weihnachten hat sich nicht sonderlich viel getan und gleichzeitig doch irgendwie relativ viel, was man so konsumiert hat. Ich kann dazu nur sagen, dass ich jetzt zuletzt, also gut, mal so ein bisschen off-topic, ne? Also hier Harry Potter habe ich 1,5 Filme geschafft bis jetzt. Zu Weihnachten gucke ich ja immer die Harry Potter Filme, aber irgendwie dieses Jahr will es nicht so richtig. Seven vs. Wild, 3. Staffel habe ich abgebrochen. Das wollte auch nicht so richtig. Aber ich habe mit dem, also endlich, muss man ja fast sagen, mit dem Cyberpunk-Anime von Netflix endlich mal angefangen. Und der, was macht er denn? Komm her. Oh nein, ich wollte ihn greifen, man hat es kurz gesehen. Ich habe da jetzt, also ich bin in Folge 3 und muss sagen, für mich keine 10 von 10. Der wurde ja damals sehr krass gehypt. Kann natürlich noch kommen, alles. Aber ich find's okay. Also so, na, eigentlich mehr als okay. Ich würde so sagen, spontan 7 bis 8. Aber ja, wie gesagt, ich bin ja auch erst in Folge 3. So, es ist mir alles ein bisschen zu überdreht, aber es ist halt Cyberpunk, ne? Was erwartest du? Das ist ja genau das. Ja, ja, ansonsten vielleicht nochmal so ein bisschen, ja, auch wieder aus der Perspektive off-topic. Ich habe mir gestern die Viva-Doku angeguckt von ARD, habe ich auch auf Twitter gepostet. Kann ich sehr empfehlen. Also Viva lief ja, das wusste ich gar nicht so richtig, ich glaube von 93 war es bis 2018. Ja, und das meiste, also der erste Part geht so ein bisschen natürlich so um die 90er, um die Entstehung von Viva und so. Dann hattest du den zweiten Part, Entstehung von Viva 2. Viva 2 kannte ich überhaupt nicht. Ich kannte nur Viva und Viva Plus, MTV und Onyx TV, die kannte ich irgendwie. Und ja, ich bin dann sozusagen, mein Einstieg war dann nachher erst so bei Viva 3. Also, Viva 3, genau. Nein, beim dritten Part dieser Doku. Diese Doku hat 3 Parts, jeder Part geht so eine halbe Stunde, glaube ich. Ungefähr. Und bei Nummer 3 waren dann halt so die Leute am Start. Mit Gülcan und Colleen und so. Die hatte ich dann nachher immer im Visier, sag ich mal. Das hab ich. Oh nein, da wollte ich auch hin. Schönes Ding. Also die hab ich dann immer gesehen, nachmittags, wenn ich irgendwie von der Schule gekommen bin oder so. Obwohl man auch sagen muss, dass ich in der Zeit meistens natürlich Anime und so geguckt habe. Aber trotzdem hat man hier und da ja natürlich auch ein bisschen Viva und MTV geguckt, klar. Kam dann ein bisschen später alles, wie gesagt. Aber ich muss sagen, die Doku ist echt... Oh nein, bin ich dumm. Die Doku ist echt cool gemacht, aber leider ein bisschen kurz mit 3 Parts. Nein, das war mies. Und er sammelt das natürlich ein. Ich stand da auch, Bro. Nein. Die war leider ein bisschen kurz.
Aber trotzdem hat die echt Spaß gemacht, weil man ja gerade am Anfang, guck mal, als... nein, bin ich dumm. Doch, hat geklappt. Als Viva an den Start ging, 93, da war ich 2. So, da habe ich natürlich nichts von mitgekriegt, ist klar. Und auch als dann nachher die zweite Generation so dran war, da habe ich Anime geguckt in der Zeit. Und als die dritte Generation dann nachher dran war, so, da bin ich dann eingestiegen im Prinzip. Und auch gleichzeitig nachher wieder ausgestiegen. Man muss sich die Phase so ungefähr so vorstellen. Der erste Part spielt so in den 90ern, wie gesagt, der zweite Part so Anfang der 2000er, der dritte Part dann so Mitte der 2000er bis Ende der 2000er irgendwie so. Nein? Boah, habe ich trotzdem gesnackt, gut. So ungefähr muss man das, also ja, kann man sich das vorstellen. Seht ihr ja auch, wenn ihr das selber guckt, ne? Ist in der ARD-Mediathek, ist ganz, ganz nice, ganz unterhaltsam. Geht auch nicht zu lang mit dreimal eine halbe Stunde, sowieso nicht. Nee? Hey, Along nervt. Kann ich auf jeden Fall sagen. Der ist schon irgendwie hart nervig. Komm. Shit. Boah, das war fies. Nein. Und ich habe so ungefähr von 2005 bis 2010 oder so meine Phase mit Viva und MTV gehabt. Danach wurde es halt irrelevant, beziehungsweise es wurde ja eigentlich schon ab 2005 so halbwegs irrelevant. Vielleicht bin ich auch schon ein bisschen früher eingestiegen. 2003 kann auch sein. 2003, 2004, irgendwo da. Wenn man sich dann nachher doch für Mucke interessiert hat. Und ja, nachher, als YouTube an den Start gegangen ist, da hat man sich die Videos ja dann sowieso über YouTube reingezogen. Die Musikvideos, ne? Und damals ist ja auch hier das ganze andere Zeug da mega hochgekommen mit illegalen Downloads und sowas, ne? Also. War ja damals sowieso eine wilde Phase. Aber da muss man auch sagen, dass Viva und MTV das auch, also beziehungsweise die Musikindustrie komplett hat das auch irgendwie ein bisschen verpennt mit dem Online-Business. So, da hätten sie ja, guck mal, die hätten ja gerade MTV und Viva, hätten ja schon viel früher ihre YouTube-Kanäle da an den Start bringen können. Und hätten das dann alles auch online bei YouTube oder was weiß ich, mit ordentlichen Playern selber an den Start bringen können. Na, das haben sie einfach verpennt und hinterher sind sie dann bockig so. Ne? Das ist schon auch ein bisschen... Das Ganze betrifft ja auch, wenn du es noch ein bisschen weiter ausdehnen willst, so MTV, da lief ja dann damals auch Game One und so. Und die haben das ja dann, also nicht Game One an sich, sondern MTV und die dahinter standen und so, haben das ja auch verpennt. Dieses ganze Business, was auf YouTube so mit Let's Plays und sowas, das hätte man ja alles schon viel früher aufziehen können. Na. Also so Wun Gronkh oder was weiß ich, wer da mit als erstes an den Start gegangen ist mit Let's Plays und so, gerade hier in Deutschland, so, das hätten ja auch die Rocket Beans beziehungsweise Game One hätte das ja sein können, wenn MTV das zugelassen hätte oder MTV das so ein bisschen... ja, auch gefördert hätte und so, aber die waren halt immer so sehr in Richtung Fernsehen, haben sie sich da so orientiert und das, ja, Fernsehen, also Internet hat dann gerade in dieser Phase von 2005 bis heutzutage halt, hat Internet dem Fernsehen so ein bisschen den Rang abgelaufen, ne? Fernsehen existiert natürlich immer noch, da kamen ja auch nachher die ganzen Streaming-Dienste auf. Und so, die halt dem klassischen Fernsehen auch mit dem Rang abgelaufen haben, ne? Und das ist halt alles so ein bisschen sehr komplex, wenn man sich da so drüber unterhält. Und man weiß ja, man steckt ja auch nicht drin, ne? Man weiß ja auch nicht, wie das damals alles gelaufen ist. Manche werden es nicht ernst genommen haben, andere haben es ernst genommen. Und man sieht ja, wie es sich im Endeffekt entwickelt hat. So, heutzutage gibt es Spotify, YouTube, jeder hat seinen eigenen YouTube-Kanal. Und so, und dann... Aber ich sag ja, es ist schon interessant gewesen, ne? Und dann hat man sozusagen ab 2010 oder so, habe ich nachher kein MTV und kein Viva mehr geguckt, weil man halt auch klassisches Fernsehen an sich nicht mehr so wirklich geguckt hat. Ab einem gewissen Zeitpunkt. Also heutzutage gucke ich so gut wie kaum noch klassisches Fernsehen. Da guckt man vielleicht irgendwie mal ein bisschen Fußball oder so, wenn das läuft, im Free-TV. Ansonsten hat man dafür ja auch seine Streaming-Dienste.
Und ja, auch Anime oder sowas, das guckt man halt hauptsächlich alles irgendwie, wenn du richtig Bock hast, guckst du es über Crunchyroll, heißt das Ding, glaube ich, ne? Ach, shit. Oder eben Netflix hat einen Haufen Anime im Programm. Selbst Disney Plus hat mittlerweile Anime im Programm. Ja, nicht viel. Ich habe da neulich mal nachgeguckt. Die hatten, glaube ich, neun Kacheln oder so da. Vielleicht war es so ein bisschen mehr. Aber hier auch Amazon Prime und... Oh nein, shit, er haut ab. Ja, komm. Brenne, Bro. Brenne. Ja, und ja, also ich schaue mir das Ganze denn über Netflix immer so an. Und, oh, war das dumm. Also von mir und von ihm. Von mir, weil ich das Schwert nicht direkt eingesammelt habe, und von ihm, weil er sich nur auf das Schwert fokussiert hat. Ja, und dann hat man, wie gesagt, nachher irgendwann kein Viva mehr geguckt, und dann wurde da irgendwie, glaube ich, noch ein Ausschnitt gezeigt nachher in der Doku. Wie die letzte Folge so ablief und das, ja, die letzte Ausstrahlung da 2018 habe ich natürlich auch nicht wirklich mitgekriegt. Natürlich hat man irgendwann mitgekriegt, okay, Viva gibt's nicht mehr, beziehungsweise MTV ist ja vorher auch schon Privatsender geworden, fand ich auch schon mega lame. Aber gut, das hat sich irgendwann nicht mehr finanziert, ne? Ich glaube, mittlerweile sind die ja wieder Free TV oder so, keine Ahnung. Aber... ja, diese letzte Viva-Show, also ich wollte mir die jetzt irgendwie die Tage nochmal angucken, glaube ich. Weil ich hab da halt nur die Ausschnitte gesehen und das sah nicht gut aus. Das sah schon ein bisschen lahm aus. Ne? Aber die Gesichter, viele, bei einigen habe ich nicht mal gewusst, dass die bei Viva und so waren. Und bei anderen, Gesichter kannte man noch. So, da war man, ist man gefühlt mit aufgewachsen, so weißt. Guck mal, auch wenn ich jetzt Mola bei Viva nicht mehr unmittelbar mitbekommen habe, ja, hat man den trotzdem irgendwie im Blick gehabt oder als mit Viva in Verbindung gebracht. Das kannte man einfach, beziehungsweise hat man dann auch irgendwie irgendwann mal in irgendwelchen Ausschnitten gesehen, so weißt du, das wird ja auch immer mal wieder in irgendwelchen Jahresrückblicken gezeigt oder so. Wer denn da alles mal irgendwie wo seine Anfänge hatte oder sowas, wenn irgendwelche Personen oder irgendwelche Shows beleuchtet werden, sag ich mal, dann, na, auch hier Stefan Raab und so, die sind ja alle bei Viva und MTV irgendwann mal gestartet und ja, viele hat man dann ja in anderen Sendungen später mal wieder gesehen, ne? Und da wusste, also mich erstaunt hat zum Beispiel Matthias Obtenhövel. Den kannte man, oder kennt man ja auch, ich glaube, der moderiert, glaube ich, auch Fußballsendungen und sowas, ne? Und bei dem habe ich das überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, dass der da bei Viva angefangen hat. Crazy. Na, also, aber ist schon interessant gewesen. Wie gesagt, kann man sich unbedingt mal angucken. Lohnt sich, gerade wenn man in dieser Phase so aufgewachsen ist oder auch nur noch das Ende von Viva oder so mitbekommen hat. Ja, und danach habe ich mir direkt auch noch die... ist direkt danach gestartet irgendwie, von alleine. Die Echt-Doku. Und Echt habe ich ja auch, das ist eine Band gewesen. Die habe ich ja auch gar nicht in dem Sinne so mitbekommen. Klar, man kennt ein paar Songs hier. Warte mal, Weinst du? Heißt der eine, glaube ich, oder so? Sag mal, Weinst du? Oder ist das der Regen, ne? Man kennt den Song vielleicht. Oder Junimond. Den kannte ich auch. Den finde ich sogar sehr gut. Aber das ist natürlich, wie gesagt, wenn ich mich, oder als ich mich nachher so richtig hart für Musik interessiert habe, 2003, 4, 5, wo das losging für mich, so, da gab es Echt schon gar nicht mehr. Die sind von 98 bis, ich glaube 98 war das, oder 97, bis 2002 am Start gewesen. Und das wird halt in drei Folgen beleuchtet. Und... die sind einfach, also die haben drei Folgen, die jede Folge geht eine Stunde. Und die Viva-Doku, die ist einfach über 25, weißt du, das sind ja 5 Jahre bei Echt. Und die Viva-Doku ist 25 Jahre im Prinzip. Und, ja, die haben dreimal eine halbe Stunde. Aber die Echt-Doku war auch richtig schön. Also die war auch richtig gut. Es gibt schon ein paar Dokus so... die funktionieren richtig gut. Also die Viva-Doku hätte gerne ein bisschen länger sein können.
die Echt-Doku war eigentlich schon perfekt. Also die war schon echt gut gemacht. Echt, echt. Ne, das war schon ganz nice gemacht. Also gerade, wie gesagt, gerade wenn man solche Sachen nicht so unmittelbar miterlebt hat, aber die Sachen irgendwie kannte, weil man den Song irgendwann Jahre später gehört hat oder die dann irgendwie das dann so mitbekommen hat, so nebenbei oder in irgendwelchen Jahresrückblicken oder keine Ahnung. Gibt's ja auch hier damals die ultimative Chartshow oder sowas, was man da geguckt hat oder so. Da gab's dann auch die, was weiß ich, die besten Songs aus den 90ern oder so. Und dann hat man ja sowieso irgendwelche Bands oder Künstler und Künstlerinnen da, die dann manchmal vielleicht auch sogar nur einen Hit hatten oder so, ne? Okay, bam. Der letzte, Shanks ist dran. Ja, das war so unmittelbar das letzte, was ich geguckt habe. Na gut, ich habe vorhin noch den Dingsfilm nochmal geguckt. Lost City heißt er. The Lost City. Ich denke immer Lost Island, weil die da nachher auf einer Insel sind. Aber Lost City mit Sandra Bullock, Brad Pitt, Channing Tatum und wie sie alle heißen. Auch, der geht fast 2 Stunden. Der ist ein bisschen zu lang, muss ich sagen. Den hätte man so 20 Minuten oder so kürzen können und hier und da ein bisschen Pipi-Kaka-Humor rausnehmen können. Aber einige Gags sind echt gut. Das ist auch ein solides Ding. Habe ich wahrscheinlich auch so 7 bis 8 gegeben oder so. Naja, eher 7, glaube ich. Muss ich nochmal nachgucken. Ansonsten, hier Letterboxd habe ich ja alles unten verlinkt. Also da könnt ihr auch gerne selber nachgucken, welche Filme ich so gesehen habe. Beziehungsweise alle bewertet habe. Da wollte ich auch wieder ein bisschen aktiver werden, weil ja die Watchpartys auch... Oh nein, oh, ich bin auch ein Hirni, ey. Nein, ich wollte... Ah. Nein. Hat zu lange gedauert, aber wir hätten fast wieder ein... Zack. Bam. So, komm her. Na, das hat wieder zu lange gedauert. Ärgerlich. Ja, geht doch. So sieht's aus. Bam. Schönes Ding. Ja, ansonsten, was Anime angeht, wie gesagt, Cyberpunk, da bleibe ich dran. Also das habe ich schon vor, das noch weiter zu gucken. Hat sich jetzt gestern nicht so angeboten wegen den Dokus. Also die Viva-Doku, das habe ich, wie gesagt, so nebenbei mitbekommen. Und dann die Echt-Doku, das wusste ich überhaupt nicht, dass es die gibt. So, die ist danach direkt losgestartet. Und dann habe ich mir auch gedacht, guckst du die auch? Weil das eben auch so ein bisschen, hat das ja auch miteinander zu tun, ne? Weil Echt waren ja auch bei Viva und so dann auch zu Gast in den Shows. Na. So. Ja, ansonsten eigentlich nichts weiter. Auch Fußball und so hält sich ja zurzeit in Grenzen wegen Winterpause. Da hört man nur auch ab und zu hier so, ja, Bayern will den und den kaufen oder hier und da und tralala, das sind die Transferpläne und sowas. Nein, 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 nein. Ah. Na. Komm. Ah, er immer mit seinem Verteidigungskäse hier. Komm. Schönes Ding. Weg mit ihm. Haben wir gepackt. Nice one. Damit sind wir mit Ruffy durch. Das heißt, im nächsten Part kommt dann der nächste Charakter. Ich weiß jetzt gar nicht, wer war als nächstes dran. Zorro kommt im nächsten Part. Oder in den nächsten 3 Parts, muss man dann ja sagen. Wir splitten das ja immer in 3 Parts auf. Eure Gedanken wie immer gerne in die Kommentare. Ich bin fürs Erste raus. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dann auch wieder mit dabei. Und bis dann sage ich einfach mal ciao.